Alter, was geht ab, Leute, Junge? Heute mal wieder mit einer Reaction zu einem Artikel. Ich check öfters immer die Artikel vom Kollegen Noah ab. Grüße gehen raus von MeinMMO. Dieses Mal haben wir aber einen Artikel von Max Beckmann von Go Games, heißen die, glaube ich. Fand ich ganz interessant. Sehr interessantes Thema. Ist Pokémon Go Zeitverschwendung? Pausiert das Video und schreibt nur in die Kommentare, ob ihr findet, dass Pokémon Go Zeitverschwendung ist. Schwieriges Thema, oder? Sehr interessantes Thema. Deswegen ja diese Folge hier. Finde ich Zeitverschwendung? Ganz ehrlich? Kann man so nicht sagen. Ich habe natürlich ab und zu auch schon mal den Gedanken gehabt, hey Digga, was mache ich hier eigentlich? Den ganzen Tag auf und ab laufen. Oder wenn ich AG mache und dann relativ schnell wieder gekickt werde, denke ich mir auch, Alter, warum eigentlich? Ich könnte jetzt eigentlich auch aufhören, AG zu sammeln. Aber am Ende ziehst du ja trotzdem durch. Die Sache ist, klar, kann man natürlich immer als Zeitverschwendung sehen, betrachten. Nur, was würdest du halt sonst machen? Es ist ein Spiel, es ist ein Hobby. Wenn ich das halt nicht zocken würde, ist ja nicht so, als würden wir irgendwie, falls wir es nicht zocken würden, irgendwas Besseres mit der Zeit machen. Ist ja nicht so, als würden wir sonst normalerweise irgendwie Krebs oder AIDS heilen und durch dieses Spiel verschwenden wir unsere Zeit und machen das nicht. Wir würden halt irgendeine andere Zeitverschwendung machen, denke ich mal. Weil würde ich nicht so viel Pokémon Go zocken, würde ich wahrscheinlich irgendwie mehr Manga und Anime wieder verfolgen. Auf dem Bett chillen, ein paar YouTube-Videos nebenbei laufen lassen, bisschen Musik hören und dann den ganzen Tag einfach nur Manga lesen. Bestimmt auch öfters wieder mit ein paar anderen Freunden treffen, aber das ist ja nicht unbedingt nicht Zeitverschwendung, weil wir würden wahrscheinlich auch einfach nur rumgammeln und chillen. Anstatt halt jetzt mit Freunden zu treffen und zu raiden, dann mit Freunden zu treffen und dann zu gammeln oder in die Stadt gehen und dies, das zu machen, naja, ist ja nicht wirklich besser, sag ich mal. Und andere würden halt irgendein anderes Spiel zocken, also auch ihre Zeit sozusagen verschwenden. Also schwieriges Thema an sich. Schauen wir mal, was die so sagen, aber Werbung, eine Menge Werbung. An sich kann man es halt immer so oder so betrachten. Man kann halt immer sagen, ja, jedes Spiel ist Zeitverschwendung oder alles, was man macht, was einen nicht vorantreibt im Leben, wo man nicht Geld verdient oder so, ist Zeitverschwendung. Ist Pokémon Go Zeitverschwendung? Diese Frage wird immer wieder diskutiert und die damit unterstellte Aussage ist auf den ersten Blick recht eindeutig. Ah ja? Die Antworten auf diese Frage variieren jedoch sehr stark. Ja. Je nach Auslegung der einzelnen Kriterien. Ja. Zeitverschwendung. Um die Frage nach der Zeitverschwendung beantworten zu können, muss man sich zunächst die Frage stellen, was überhaupt Zeitverschwendung bedeutet. Ja. Wer Zeitverschwendung als Zeit definiert, die man nicht damit verbringt, etwas Produktives zu machen, wie etwa einer Arbeit nachgehen, der kommt hier natürlich schnell zum Schluss, dass Pokémon Go, Klammer auf, aber auch jedes andere Spiel und jede andere Aktivität, lesen, Anime schauen, Eis essen, skaten, wirklich alles verschwendete Zeit ist, wenn man so betrachtet, klar. Doch gerade im Hinblick auf Work-Life-Balance, also ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit, ist das permanente Arbeiten nicht immer ratsam. Süß. Ja, mach das mal 2 Jahre durch, jeden Tag, 24/7. Und noch geht's mir gut, aber bestimmt nicht mehr so lange. Wichtigste Fragen. Wer sich unsicher ist, ob er seine Lebenszeit lieber etwas anderem widmen sollte als Pokémon Go, der sollte sich zunächst folgende Fragen stellen. Bin gespannt auf diese Fragen. Macht Pokémon Go Spaß? Ja, macht es. Wenn diese Frage mit Ja zu beantworten ist, dann ist die damit verbrachte Zeit nicht zwangsläufig verschwendet. Wuhu! Wir verschwenden nicht unsere Zeit, Leute. Spielt man Pokémon Go mit Freunden? Wer Zeit mit Freunden verbringt, der knüpft soziale Kontakte und ist somit nicht einsam. Was man während dieser Zeit macht, ist letztendlich unerheblich. Ich weiß nicht. Ja, klar, kann man so immer so sagen. Solange man was mit Freunden macht, ist geil und so bla bla. Aber weiß nicht. Also ich mache auch gerne öfters Sachen alleine. Und nicht automatisch, nur weil man mit Freunden abhängt, ist es effektive oder wertvolle Zeit, die man verbracht hat. Wie gesagt, man kann auch mit denen gammeln. Also in meiner Jugend, sage ich mal so 15 bis 18, 19, jedes Wochenende mit den Kollegen gegammelt eigentlich nur. Das war jetzt nicht wirklich gut investierte Zeit, sage ich jetzt mal. Auch wenn man jetzt in Begleitung war. Und nur weil man jetzt mal allein ist, ist es nicht gleich vergeudete Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt viele Leute, die sind gerne alleine.
Und die zocken auch gerne dieses Spiel alleine. Ich drehe auch sehr gerne ein paar Runden. Und während ich farme, so mache ich mir ein paar Gedanken, ein paar Pläne, träume so vor mich hin. Es ist echt eine geile Zeit. Genieße ich auch sehr, sehr oft. Dieses einfach, auch ohne Kamera und so, einfach ein paar Runden drehen, farmen und da einfach den Kopf frei bekommen. Für mich ist es auf jeden Fall keine vergeudete Zeit, nur weil ich alleine war. Fühlt man sich gezwungen, Pokémon Go zu spielen? Ja, ab und zu schon, vor allem die Aufgaben. Man fühlt sich schon gezwungen, oder zumindest ich, alle Freunde mit Geschenken zu bedienen, Tagespass zu verbrauchen, den Tagestausch zu machen, noch ein paar andere Sachen. Ihr wisst Bescheid. Maggie, 100 Jahre. Ein paar fühlen sich verpflichtet, jedes Event zu nutzen, was natürlich eigentlich auch kein Muss ist. Aber nur weil man sich für etwas verpflichtet fühlt oder gezwungen fühlt, heißt es ja nicht, dass... Fühlt man sich gezwungen, Pokémon Go zu spielen, sofern diese Frage mit Ja zu beantworten ist, sollte man etwas kürzer treten und durchaus das Spiel auch eine Weile links liegen lassen. Warum denn? Würde ich auch nicht so 100% zustimmen. Das Spiel sollte keinerzeit im Vordergrund stehen. Warum denn nicht? Was ist denn daran so schlimm? Kommt drauf an, im Vordergrund zu was? Im Vordergrund zu allen anderen Hobbys? Finde ich nicht schlimm jetzt. Im Vordergrund zu Real Life, Arbeit und sowas, Verpflichtungen, dann natürlich schon, aber wenn ich das jetzt, und viele machen das ja, vor anderen Hobbys vorstelle und jetzt zum Beispiel in der Zeit, wo ich jetzt wieder vermehrt zocke, kaum noch Zeit habe für Manga und Anime, ist ja kein Problem. Weil Anime und Manga ist ja auch nicht unbedingt sehr wichtig. Werden durch Pokémon Go andere Dinge vernachlässigt? Ja, sehr viele sogar. Aber nichts Gravierendes. Auch hier sollte man kürzer treten. Muss nicht, finde ich. Muss nicht. Wie gesagt, die Anime und Manga können warten. Ob ich jetzt Dr. Stone anfange oder nicht, ist an sich egal. Wobei ich hätte schon Bock auf Dr. Stone. Der wird schon krass gehypt. Oder Kimetsu no Jaiba habe ich immer noch nicht angefangen. Diamond Noise hat jetzt auch so viele Kapitel neu, wo ich nicht mehr aktuell bin, aber egal. Wie ihr seht, ist die Frage nach der Zeitverschwendung nicht mit einem simplen Ja oder Nein geklärt, offensichtlich. Es spielen viele Faktoren eine Rolle. Neben der Frage nach der verschwendeten Zeit gibt es häufig noch die Frage nach der Geldverschwendung. Was für Geldverschwendung, Mann? Wie kommen die jetzt auf Geldverschwendung auf einmal? Wie hieß das Thema? Zeitverschwendung. Mach doch einen eigenen Artikel zu Geldverschwendung, Mann. Ah, okay, komm, gönnen wir uns den auch noch. Auch hier möchte man unter Umständen vollständig antworten und Ja schreien. Doch ist das wirklich so? Auch hier sollte man viele Faktoren berücksichtigen, die dabei eine Rolle spielen. Gibt man für Pokémon Go Geld aus, welches man nicht hat? Ja, das ist immer ein Problem. Sofern dies der Fall ist, sollte man auf gar keinen Fall Geld investieren. Wow, sag bloß. Sondern zunächst seine finanzielle Situation in den Griff kriegen. Geld für die Bespaßung in der Freizeit sollte man immer erst dann ausgeben, wenn alle sonstigen finanziellen Bedürfnisse gedeckt sind. Wow, was für eine Einmannantwort. Werden andere Hobbys durch Pokémon Go vernachlässigt? Ja, werden sie, Mann. Pokémon Go ist in erster Linie als Hobby zu betrachten und nicht als Spiel. Wer also Geld investiert, darf das gerne tun, sollte aber seine bisherigen Vorlieben und Hobbys deswegen nicht aufschmieben. Erstmal, was ist aufschmieben? Aber auch wie gesagt da, wieso nicht? Wenn man mal ein Hobby ein bisschen ernster nehmen will als die anderen, sagen wir mal, mein Hobby ist Bogenschießen oder so und ich steigere mich voll rein in Bogenschießen und muss dafür andere Hobbys vernachlässigen, da sagt ja auch keiner, boah ey Digga, voll die verschwendete Zeit mit deinem Bogenschießen. Dann gehen die Leute hin und sagen, boah geil Digga, du bist echt voll der krasse Bogenschießer geworden. Bin stolz auf dich. Aber keiner kommt zu dir und sagt, boah, geil, Digga, du bist voll der klasse Pokémon Go-Spieler geworden. Voll der klasse Trainer. Bin stolz auf dich. Fühlt man sich gezwungen, Geld zu zahlen? Auch da muss ich wahrscheinlich sagen, viele fühlen sich gezwungen, um mithalten zu können. Und Boxen zu kaufen und vor allem so Niantic-Strategie mit den Shinies, dass die da zum Beispiel sich gezwungen fühlen, Raid-Pässe zu kaufen für das Regi-Event zum Beispiel, dass die da die Regis mitbekommen oder die legendären Raid-Tage, Raubkatzen und Vögel und so, dass da sich Leute gezwungen fühlen, Geld auszugeben, um Raids machen zu können, weil die sind ja nur 3 Stunden da und das war's dann. Gibt's bestimmt viele, die so fühlen. Fühlt man sich gezwungen, Geld zu zahlen, in diesem Fall sollte man auf gar keinen Fall investieren, man sollte sich nicht dazu verleiten lassen, etwas zu kaufen, was man eigentlich nicht möchte. Bereut man den Kauf? Wenn diese Frage mit Ja zu beantworten ist, sollte man dringend davon absehen, Geld zu investieren.
Pokémon Go ist nach wie vor ein Spiel, für das man nicht so zahlen muss, wenn man das nicht möchte. Ja, also Pokémon Go bietet echt eine Menge Zeugs for free. Mehr als die meisten Spiele. Der Unterschied zwischen den Spielern, die Geld investieren und die, die kein Geld investieren, zeichnet sich meist nur durch die Anzahl der Raids und somit auch der Anzahl legendärer Pokémon aus. Doch auch hier ist der tatsächliche Mehrwert der Spieler nur gering, da diese oft auf der Jagd nach 100% IV-Pokémon sind und diese so oder so nicht garantiert sind. Fazit war grundsätzlich, sagt Pokémon Go sei Zeitverschwendung und verschwendetes Geld, der irrt. Wer jedoch grundsätzlich sagt, dass Pokémon Go niemals Zeit- oder Geldverschwendung ist, der irrt ebenso. Die gesunde Mischung macht den Unterschied. Wow. Wie neutral und oberflächlich kann man so einen Artikel machen? Ist Pokémon Go Zeitverschwendung? An sich, ja, ist es. Kann man nicht anders sagen, aber an sich ist jedes Spiel Zeitverschwendung. Aber die Frage, die man sich stellen muss, ist, ist es schlimm? Und die Antwort ist nein. Verschwende deine Zeit doch so, wie du willst. Ob du jetzt skaten gehst, sorry, ich mobile voll die Skater, oder ob du jetzt zeichnest, oder ob du jetzt Pokémon Go zockst, wen juckt's? Mach das, was du willst, solange du die Zeit dafür hast, solange du nicht die wichtigen Sachen im Leben vernachlässigst. Zock doch so viel du willst und so viel, wie du kannst. Es sei denn, du bist irgendwie auserwählt, die Welt zu retten vor Krebs oder AIDS oder so. Dann kümmere dich lieber darum, als Pokémon Go zu zocken. Aber für den Rest von uns, mit der Zeit, die wir da verschwenden, hätten wir eh nichts Besseres gemacht. Seien wir ehrlich. Wie gesagt, ihr könnt gerne unten in den Kommentaren eure Meinung schreiben. Ja, nein, vielleicht. Sollte man weniger zocken? Gibt es ein Limit, wie viel man zocken sollte? Ist alles, was wir machen, im Leben Zeitverschwendung. Wenn man ganz, ganz philosophisch denkt, ist es nie Zeitverschwendung, solange man Spaß hat. Auch das ein sehr philosophischer Ansatz. Solange wir Spaß im Leben haben, ist die Zeit doch gut investiert. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ah ja, Link ist unten in der Beschreibung zum Artikel. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.